Hallo, ich bin Sebastian Ritter, ich bin 37 Jahre und kandidiere für die Grünen und möchte gerne Stadtrat werden in Duisburg am 13.09. Ich bin Berufsschullehrer für die Fächer Chemie und Biologie, wobei ich weiß nicht, ob ich das hätte sagen sollen, weil das nicht die beliebtesten Fächer in der Schule sind. Duisburg ist authentisch, herausfordernd und erstaunlich grün. In Duisburg muss sich viel tun, Duisburg muss sich seinen Herausforderungen stellen und das sind vor allem die Integrationsherausforderungen, die sozialen Herausforderungen und auch die Herausforderungen, die der Klimawandel an diese Stadt bietet. Und mein Duisburg der Zukunft ist eine Stadt, in der wir es schaffen, uns diesen drei riesengroßen Aufgaben erfolgreich zu stellen. Als kleine Oppositionspartei, die wir ja noch sind, ist es sehr schwierig bis unmöglich, gegen eine große Koalition anzuregieren. In der Regel ist alles das, was wir eingebracht haben, weg oder niedergestimmt worden. Die Große Koalition hat sogar das Gegenteil gemacht, zum Beispiel die Baumschutzsatzung abgeschafft und damit eines der wichtigsten umweltpolitischen Maßnahmen, die für die jungen Menschen, die auch irgendwann noch Bäume in Duisburg haben möchten, abgeschafft. Und insofern kann ich diese Frage leider nicht positiv, sondern nur negativ beantworten. Wir haben uns überlegt, dass wir ein Mentoring-Programm ins Leben rufen möchten. Wir möchten gerne junge Menschen, die interessiert sind an Politik, an die Hand nehmen und die mit in die politischen Gremien nehmen, mit denen gemeinsam die Gremien zu erkunden. Das ist nämlich nicht ganz so einfach mit der Tagesordnung und den Vorlagen. Was ist eine Anfrage? In den Jugendverbänden ist das so, dass da macht der BDKJ, das weiß ich auch aus eigener Ansicht, aus eigener Erfahrung, großartige Arbeit. Da lernt man das schon. Und das hat mich auch sehr gut darauf vorbereitet, auf das, was ich in den letzten Jahren getan habe. Insofern eine volle Unterstützung für das, was ihr so macht. Ja, das ist eine wirklich sehr gute Frage. Ich glaube, dass es viele Möglichkeiten gibt, das zu tun. Es klingt zwar so ein bisschen platt, aber junge Menschen mit ihren Anliegen ernst zu nehmen, ist zum Beispiel eine Sache. Ich habe selbst auch viele Jahre Jugendverbandsarbeit getan. Und ins Gespräch zu gehen und auch das, was gesagt wird, ernst zu nehmen, ist bestimmt eine Möglichkeit, das zu tun. Das müsste man irgendwo institutionalisieren, das müsste man häufiger machen. Man geht häufig raus und redet mit den Alten und ich glaube, da müssen wir uns alle ein bisschen mehr an die Nase packen und auch mal ein bisschen offensiver auf Jugendliche und junge Erwachsene zugehen. Ich glaube, das sollten wir uns ins Stammbuch schreiben.